Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede unseres auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus sei mit euch. Königliche Hoheiten, liebe Familie unserer Verstorbenen, liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich darf Sie alle willkommen heißen zur Feier des Requiems für Ihre königliche Hoheit Helene Markgräfin Pallavicini, geborene Herzogin von Württemberg, die am 22. April im 92. Lebensjahr und versehen mit den heiligen Sterbesakramenten zu Gott heimgekehrt ist. Ihr ausdrücklicher Wunsch war es, nicht im Sarkophag, sondern in Gestalt ihrer Asche, in der Gruftkapelle des Hauses Württemberg beigesetzt zu werden. Und ihr letzter Wille ist uns heilig. Hier vor dem Altar brennt ihre Taufkerze. Sie erinnert uns daran, wie einst vor vielen Jahren ihr Christenleben begonnen hat. Heute nehmen wir in Liebe und Dankbarkeit Abschied von ihr, getröstet durch die österliche Botschaft und in der Hoffnung auf ein ewiges Wiedersehen beim Herrn. Ihn bitten wir um sein reiches Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast das Leben mit uns geteilt, bis hinein in den Tod. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du bist siegreich vom Grabe auferstanden und heimgekehrt zum Vater im Himmel. Christe eleison. Christe eleison. Du schenkst uns Anteil an deinem ewigen Leben. Kyrie eleison. Nachlass, Verzeihung und Vergebung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in diesen österlichen Tagen hat unser Glaube an die Auferstehung deines Sohnes neue Kraft empfangen. Stärke in uns die Hoffnung, dass wir mit unserer Schwester Helene zum ewigen Leben auferstehen werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Hohelied der Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Wort des lebendigen Gottes.
Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Königliche Hoheiten, liebe Familie unserer Verstorbenen, liebe Schwestern und Brüder in Christus, inmitten der Osterzeit hat sich das irdische Leben unserer lieben Markgräfin vollendet. Inmitten der Osterzeit, welche alljährlich dem Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben neue Kraft verleihen will. Der Osterglaube sagt uns, dass unsere liebe Verstorbene sich vom Tod erheben wird, allerdings nicht wie Lazarus, um in dieses irdische Leben zurückzukehren, sondern wie Christus, um heimzukehren zum Vater im Himmel. Für dieses, das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit, war unsere liebe Verstorbene Helene Markgräfin Pallavicini durch ein Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe vorbereitet. Von ihren Eltern Herzog Philipp Albrecht von Württemberg und Erzherzogin Rosa von Österreich war sie von klein auf zusammen mit ihren Geschwistern im katholischen Glauben erzogen worden, der für sie fester Halt und sichere Stütze werden sollte in allem Auf und Ab des Lebens. Am Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus hatte sie einst das Licht der Welt erblickt, als in den Kirchen das Evangelium verkündet wurde vom Felsen, den die Pforten der Unterwelt nicht überwältigen werden. Felsenfest und unerschütterlich ist auch der Glaube unserer lieben Markgräfin an die grenzenlose Güte Gottes gewesen, bis zum letzten Augenblick ihres Erdenlebens. Dieser Glaube hat ihr in der Tat Kraft, Vertrauen und Standfestigkeit verliehen, in guten wie in bösen Tagen, in allem, was das Leben auch an Überraschendem und Unvorhergesehenem mit sich brachte. So wurde sie im Alter von gerade einmal 4 Jahren zusammen mit der Familie von den nationalsozialistischen Machthabern gezwungen, die württembergische Hauptstadt zu verlassen und auf Schloss Alshausen Zuflucht zu nehmen, da der Vater den Wahlen vom November 1933 ferngeblieben war. Helenes Jugendjahre während der Nazi-Diktatur waren überhaupt eine schwere Zeit, da das Regime mit gehässiger Nichtbeachtung auf seine Ablehnung durch die königliche Familie von Württemberg reagierte. Das Kriegsende erlebte die junge Herzogin hier in Alshausen und erinnerte sich zeitlebens an die dramatischen Umstände dieses Ereignisses. Nicht zuletzt an den tragischen Tod ihrer Tante Margarete Maria,
die beim Einmarsch der französischen Truppen versehentlich erschossen wurde. Da ich selbst über Jahre hinweg im Anschluss an die freitägliche Morgenmesse Gast sein durfte am markgräflichen Frühstückstisch, hat unsere liebe Verstorbene mir diese Geschehnisse gleichsam aus erster Hand und noch immer tief bewegt erzählt. Noch immer hatte sie das Bild der französischen Panzer vor Augen, die bei Kriegsende 1945 im Schlosshof aufgefahren waren. Ein neuer Lebensabschnitt begann für sie im Jahr 1961. Gerade einmal ein Jahr nach der Vermählung ihres Bruders Herzog Karl mit der französischen Prinzessin Diane aus dem Hause Orléans gab Helene von Württemberg dem verwitweten Markgrafen Friedrich Pallavicini aus der österreichisch-ungarischen Linie des uralten oberitalienischen Adelsgeschlechtes das Jawort. Gerne erzählte sie von ihrer Trauung in Friedrichshafen, bei welcher der Rottenburger Bischof Karl Josef Leibrecht das Eheversprechen entgegennahm. 4 Kinder wurden dem Ehepaar in den folgenden Jahren geboren und alle, passend zum prächtigen italienischen Familiennamen, mit ebenfalls italienischen Vornamen bedacht: Christina, Antonietta, Gabriella und Giancarlo. Helene, Markgräfin Pallavicini, wie sie mittlerweile hieß, hatte von ihrer Mutter, der Herzogin Rosa von Württemberg, die Liebe zur Gottesmutter gleichsam geerbt. Als Erzherzogin von Österreich aus dem Hause Habsburg-Toskana empfand diese stets eine ganz besondere Zuneigung zur Magna Mater Austriae, zur großen Mutter Österreichs, wie sie im Wallfahrtsort Mariazell in der Obersteiermark verehrt wird. Nachdem Mutter und Tochter noch einige Jahre gemeinsam an der sogenannten südschwäbischen Wallfahrt teilgenommen hatten, die alljährlich von hier zum österreichischen Nationalheiligtum führt, setzte die Markgräfin nach dem Tode Herzogin Rosas diese Tradition fort. Gerne hat sie fromme Andenken von dort mitgebracht. Besonders gefreut habe ich mich über eine schwarze Wetterkerze, die das Bildnis der Gnadenmutter von Mariazell trägt und bei starkem Unwetter angezündet wird. Wie viele Anliegen wird unsere liebe Markgräfin stets auf ihre Wallfahrt zur Gottesmutter mitgenommen haben. Wie viel Lebensschmerz auch ihr zu Füßen gelegt und wie oft unter ihrem weiten mütterlichen Mantel Zuflucht gesucht haben. Im Blick auf die selige Jungfrau ist Helene Pallavicini selbst mehr und mehr zu einem zutiefst mütterlichen Menschen geworden, der seinen schützenden Mantel über die eigenen Kinder gebreitet hat, aber darüber hinaus auch über ungezählte Menschen, die auf Beistand und Hilfe angewiesen waren. Von ihrer Mutter hatte sie ja nicht nur die Liebe zu Maria geerbt, sondern auch ein ganz besonders ausgeprägtes soziales Empfinden. So suchte sie als Vertreterin der Elisabethenfrauen über viele Jahre hinweg ältere Gemeindemitglieder anlässlich deren Geburtstages zu Hause auf, wobei ich ihr immer wieder begegnen durfte. Ihr Kreis von strickenden Frauen genoss einen ganz besonderen Ruf, erwirtschaftete er doch im Lauf der Zeit beträchtliche Geldsummen, die ausschließlich für soziale Projekte hierzulande und in Übersee eingesetzt wurden. Von 1990 bis 2005 gehörte Markgräfin Pallavicini dem Kirchengemeinderat von St. Michael in Alshausen an, später dem Beirat unserer Fördergemeinschaft Helfen tut gut und der Gesellschafterversammlung der Sozialstation St. Joseph.
Stets lag ihr das Wohlergehen ihrer Mitmenschen am Herzen, für das sie gerne ihre Zeit und ihre ganze Person einbrachte. Unvergesslich wird für uns bleiben, wie die Markgräfin selbst an kältesten Wintertagen auf dem als Hauser Christkindlesmarkt sich die Füße in den Bauch stand, um ihre Strickwaren anzubieten. Mit ungezählten Menschen aus dem Ort ist sie dabei ins Gespräch gekommen und hat mit ihrer liebenswürdigen und bescheidenen Art die Herzen vieler gewonnen. Helene Markgräfin Pallavicini hat in ihrem langen Erdenleben alles, was dieses mit sich brachte, aus Gottes Hand entgegengenommen. Oftmals dankbar, oftmals aber auch duldend und ertragend, leidend und aufopfernd, stets aber mit einem liebenden Herzen. Die Worte des Apostels Paulus aus seinem ersten Brief an die Gemeinde von Korinth, welche die Kinder für diese Stunde ausgesucht haben, beleuchten auf einzigartige Weise das Geheimnis ihres Lebens. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt sich nicht, sie bläht sich nicht auf, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Und weil dem so ist, deswegen konnte Helene Pallavicini auch versöhnt sterben und die ihren getrost in der Welt zurücklassen. So wie Jesus die Seinen in der Stunde des Abschieds dem Vater im Himmel anempfohlen hat, wir haben das erst am vergangenen Sonntag hören dürfen, so kann auch sie sprechen: Vater, solange ich bei ihnen war, habe ich sie bewahrt. Aber jetzt komme ich zu dir. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Am vergangenen Weihnachtsfest, da hat mir die Markgräfin 4 musizierende Engel aus ihrer reichhaltigen Porzellansammlung geschenkt. Gerade so, als hätte sie tief in ihrem Inneren eine leise Ahnung davon verspürt, dass es ihr letztes Christfest auf Erden sein würde. Diese 4 himmlischen Musikanten, so schrieb sie mir damals, wüsste sie bei mir in besten Händen. Einer von ihnen spielt auf der Harfe, einer auf der Violine, einer auf der Trompete und einer singt aus einem aufgeschlagenen Buch, das er in Händen hält. Diese 4 Vertreter der himmlischen Heerscharen hat unsere liebe Verstorbene zu Lebzeiten gewiss oftmals betrachtet. Und vielleicht hat sie dabei versucht, sich eine Vorstellung von dem zu machen, was Gott einmal denen bereiten wird, die ihn lieben. Das aber wird so unvorstellbar groß und wunderbar, herrlich und heilig sein, dass es unsere kühnsten Fantasien noch unendlich in den Schatten stellen wird. Gott, der Allmächtige, der Helene einst aus Liebe erschaffen hat, hat nun sein großes Amen über ihr Leben gesprochen. Wir aber dürfen ihr heute sagen: Danke, dass es dich für uns gegeben hat und immer noch gibt. Vergelt's Gott für alle Liebe und Treue, für allen Schutz und Segen, für alles Ausharren, Erdulden und Erleiden. Danke für dein gelebtes Vorbild im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Liebe Familie unserer Verstorbenen, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wenn wir jetzt das heilige Messopfer feiern für unsere liebe Helene, Markgräfin Pallavicini, Herzogin von Württemberg, so erweisen wir ihr den größtmöglichen Liebesdienst. Wie oft hat sie hier in unserer schönen Pfarr- und Schlosskirche an der Feier der heiligen Messe teilgenommen und gleichsam ihr eigenes Herz mit allem, was darin verschlossen war, auf den Altar gelegt.
Hier ereignet sich wieder und immer wieder aufs Neue das Heil der Welt. Hier berühren sich Himmel und Erde. Hier erhalten wir einen Vorgeschmack der künftigen Herrlichkeit. Denn hier begegnen wir dem, der allein von sich sagen kann: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Amen. Halleluja. Die Kinder haben Fürbitten vorbereitet, so wollen wir miteinander Fürbitte halten. Voll Vertrauen beten wir zu Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Guter Gott, wir bitten dich für Mami, Nonna und Mausi, wie man sie nannte, die ihr ganzes Leben für uns und alle da war, die sich als Letzte nannte und uns immer schützend beigestanden ist, die uns mit ihrem selbstlosen Ratschlag und übergroßen Liebe durchs Leben begleitet hat. Mami, Nonna Mausi, wird weiterhin immer bei uns sein und ihre schützende Hand über uns halten. Vater, belohne Mami für all das Gute, was sie für uns getan und so selbstlos ausgehalten hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir denken an diejenigen unter uns, die krank und gebrechlich sind. Gib ihnen Kraft und die Stärke, den letzten Weg auf Erden gehen zu können. Wir bitten dich, erhöre uns. Großer Gott, wir bitten für alle Verstorbenen in unserer Familie. Nimm sie auf in dein Reich und lass sie Wohnung finden in deinem Haus. Lass sie ruhen im ewigen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich um deinen Schutz und Segen für uns, unsere christlichen Kirchen, Gemeinden, unser Land und diese Welt. Gib uns allen deinen Frieden. In dieser Zeit führe uns und lass uns alle unter deinem Schutz unseren Weg durchs Leben gehen. Wir bitten dich, Herr. Gott, unser Vater, du hast uns als deine geliebten Kinder angenommen. Lass uns einst als Kinder des Lichtes offenbar werden, durch Christus, unseren Herrn. In dunkler Nacht, hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir.
nicht widerstehen. Herr, kämpfe du für mich. Und hör mein Flehen. Herr, kämpfe du für mich. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Herr, unser Gott, schau gütig auf unsere Gaben. Nimm deine Dienerin Helene auf in die Herrlichkeit deines Sohnes, mit dem auch wir durch das große Sakrament der Liebe verbunden sind. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Betrügt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich deiner Dienerin, der Markgräfin Helene, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört sie Christus an, ihm ist sie gleich geworden im Tod. Lass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der österlichen Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit der heiligen Helena und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Zu seinen Aposteln hat Christus gesagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht, denn ich habe die Welt überwunden und schenke euch den Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Halleluja. Thank you.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert. Für unsere Schwester Helene, führe sie vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und seinen Frieden. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.
Wir richten unseren Blick auf Gott, der unsere einzige Hoffnung ist, und sprechen mit den Worten des Psalmisten. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Hause des Herrn darf ich wohnen für alle Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unsere Schwester Helene. Erlöse sie, o Herr. Erlöse sie, o Herr. Erlöse Helene aus dem Dunkel des Todes. Von Schuld und Sünde. Erlöse sie, o Herr. Von aller Angst des Lebens. Erlöse sie, o Herr. Durch dein Todesleiden. Durch deine Auferstehung zu neuem Leben. Erlöse sie, o Herr. Durch dein Kommen, das wir erwarten. Erlöse sie, o Herr. Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir deine Dienerin Helene und hoffen zuversichtlich, dass sie bei Christus ist. Wir danken dir für alles Gute, mit dem du sie in ihrem irdischen Leben beschenkt hast und für das Gute, das wir durch sie erfahren durften. Wir bitten dich, nimm sie auf und gib ihr Wohnung und Heimat bei dir. Lass sie erfahren, was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört und keines Menschenherz jemals empfunden hat. Du aber jenen bereitet hast, die dich lieben. Uns aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, einander zu trösten mit der Botschaft des Glaubens, bis wir alle vereint sind bei dir. Durch Christus, unseren Herrn. Wir hören an dieser Stelle ein Gebet des seligen Rupert Mayer. Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn, genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du es willst, drum ist es gut, und weil du es willst, drum habe ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Amen. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen.